Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Tomb Raider. Im letzten Part haben wir ja diese Barackensiedlung gehabt, wo wir ganz schön viel kämpfen durften. Und heute geht es hier in der wie hieß die nochmal? Quelle der Tränen. Weiter, nämlich, ja, es ist ein Grab, wie ihr sehen könnt. Und dort oben müssen wir hin. Dafür, da oben gibt es ja auch noch einen Weg. Oder? Nee, das scheint kein richtiger Weg zu sein. Und um da oben hinzukommen, müssen wir diese, ja, keine Ahnung, was das hier genau sind, irgendwelche Kanister nutzen. Die müssen wir einfach da oben drauf werfen als Gewichte, damit dieses Ding hier runterkommt. Drei Stück reichen anscheinend aus, dass es komplett hier runterkommt. Dann schnappen wir uns einfach mal eins, werfen es herunter, laufen schnell hier hoch, springen hier drauf. Und springen hier rüber und das war's auch schon. Seltsam. Die Solari entweihen diese alten Ruinen und nutzen sie selbst als Erinnerungsstätten? Anscheinend. Jo, das Rätsel war jetzt nicht gerade sehr schwer, hä? Daneben liegt eine Wasserflasche. Okay. Ah, von hier aus können wir dann einfach wieder hier zurück. Okay. Kann ich hier im Lager noch irgendwas machen oder was? Ja gut, einen Fähigkeitspunkt vergeben. Machen wir jetzt einfach mal für irgendwas. Jo, Axt-Experte. Haben wir das auch weg? Diese ganzen Kämpfer- und Überlebens-Upgrades nutze ich eigentlich am meisten, diese Jäger-Upgrades. Wodurch man für Tierkadaver oder sonst was halt mehr Punkte bekommt. Die nutze ich eigentlich so gut wie nie. Wo geht's denn? Achso, hier neben Hochkletter, okay. Ich habe mich gerade schon gewundert, hä, wo geht's denn jetzt weiter? Also wieder zurück. Aber ja, das macht Sinn. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich dieses Grab hier damals in meinem privaten Playthrough selber gemacht habe. Es kam mir so... Ja, mir kam dieser Ort, dass ich hier eben hinkam mit dieser Situation, wo man dann kopfüberbaumelnd hier gegen diese Typen kämpfen musste. Zwar noch bekannt vor, aber... Dass ich dieses Grab hier gemacht habe, da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, muss ich leider mal so zugestehen. Und offenbar sind die ganzen Leichen jetzt auch weg. Okay, naja. Ich würde auch sagen, wir erkunden diesen Ort jetzt erstmal nicht mehr weiter. Wir haben jetzt beinahe, ja, einen ganzen Part hier verbracht. Okay, da müssen wir hoch. Und ich... Weiß zwar noch, glaube ich, dass es hier ein paar Gegenstände gibt, die es zu finden gäbe. Also die wir uns noch holen könnten, aber ganz ehrlich, bis ich das alles gefunden habe, achso, würde wahrscheinlich jetzt immer noch ein ganzer Part zur Hälfte draufgehen, also ein halber Part, würde vermutlich schon noch draufgehen und da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf. Ihr denke ich mal auch nicht, mir dabei zuzugucken, wie ich herumirre. Ihr wollt ja auch, dass es hier storytechnisch weitergeht und deshalb machen wir das einfach mal. Kein Tagebucheintrag, altes Tor, okay. So heißt also dieser Ort. Was ist los? Ein alter Mann, wir hatten doch einen alten Mann auch bei uns.
Hier geht's noch weiter. Okay, das sah jetzt ein bisschen strange aus. Das sah jetzt extremst komisch aus. Da hinten liegt noch Bergungsgut. Eigentlich müsste man gehört werden, wenn man hier mit so einer Schrotflinte rumballert. 24. Oktober 1994. Meine Geduld wurde belohnt. Endlich habe ich meine eigenen Leute, meine Vollstrecker. Die Stürme haben mir genau die Männer gebracht, mit denen ich die Bruderschaft der Solari aufbauen kann. Stark, aber willensschwach. Der Sturm hat sie gebrochen, geschwächt und verletzlich gemacht. Und ich habe sie wieder gestärkt. Jetzt dienen sie mir und durch mich ihr, der Sonnenkönigin. Sie zeigt mir den Weg. Sie hat mir immer den Weg gezeigt. Ich kann nicht leugnen, was ich gesehen habe. Und ihnen wird es bald genauso gehen. Sie ist überall auf dieser Insel. Aber die Bruderschaft der Solari muss wachsen. Wir werden so viele wie möglich rekrutieren. Ich erlasse Gesetze, einen Kodex, nach dem sie leben. Sie bauen für die Sonnenkönigin, während ich den Schlüssel suche. Diese Solari-Typen, dieser Mephias, alles irgendwelche komischen, beinahe schon Fanatiker, keine Ahnung. Ich glaube, richtige Fanatiker sind es nicht, weil es sind ja keine Glaubenskriege, so gesehen, die hier durchführen. Na lecker. Boah, was ist das hier für eine Brühe? Das ist wahrscheinlich der ganze Kot und all noch mit drin, den die hier absondern. Und da ist jemand. Ja, da hängt jemand. Grimm, unser Freund. Ich komme gleich, Grimm. Erstmal Bergungsgut holen. Das geht vor. Ach nein, nicht diese Stelle. Ja. Alter, da ist jemand geflogen. Wir werden gleich angegriffen. Kann man sich eigentlich schon denken, ne? Ja, Grimm, ich komme. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe, ihr scheiß Schweine. Mann, hör auf. Ja, ihr wollt mich hier umbringen. Mann, ey. So schnell lasse ich mich nicht töten, ihr Schweine. Nein! Boah, die Schweine hier als mit ihrem Dynamit! Alter, die werfen aber echt gut, muss man den lassen. Das war ein schlechter Schuss. Ha, voll in den Headshot mitten.
Wow. Nein, nicht Zeit zum Sterben. Voll in die Fresse, Wichser. Da oben ist noch einer. Junge, du kommst jetzt her. Nicht weglaufen, du Feigling. Der ist weggelaufen. Gerade so. Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt, aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt, aber die haben hier eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Okay, schon unterwegs. Netter Ausblick, würde ich mal sagen. Ja, ist gut. Aber erstmal looten. Da war doch noch so ein Typ auch. Wie ist es der weg? Der ist einfach nur weggelaufen. Ich konnte den nicht mehr looten oder so. Also ich konnte den nicht mehr töten. Aber man kann es nicht anders sagen, es sieht nett aus. Diesen Weg dürfen wir jetzt also folgen. Lohnt es sich da unten hinzugehen? Nee, von da kamen wir ja, stimmt, ne? Von da kamen wir ja. So, euch looten wir jetzt da auch noch ganz kurz. Die Zeit muss einfach mal sein. Hier liegt noch Bergungsgut, das lassen wir uns natürlich auch nicht entgehen. Warum auch? Hier können wir nochmal was freischießen. Dann können wir hier lang, da war ein Huhn. Und ich höre ein paar Wildschweine und da liegt doch wieder was. Dieser Innenruhr gehörte wahrscheinlich einem höheren Militär und enthielt offizielle Befehle und Siegel. Hier ist jemand abgebildet. Mit der gleichen Waffe, die Whitebeard von One Piece hat. Ich weiß gar nicht, wie heißen diese Dinge? Hellebarde? Könnte sein. So bewandert bin ich da. Aua. Kann ich das da verbrennen? Nein. Schade. So bewandert bin ich dann doch nicht so ganz, was Waffen angeht. Also was Waffennamen und all angeht. Weil da muss ich einfach mal sagen, es interessiert mich nicht wirklich. Wildschweine, lasst mich in Ruhe, ich tue euch auch nichts. Alter. Das arme Vieh. Aber hier ist nichts, na gut. Wir wollen ja natürlich auch vieles mitnehmen. Deshalb, ja, müssen wir hier einfach mal ein bisschen auch uns umschauen. Damit uns nichts entgeht, aber ich will jetzt natürlich nicht die ganze Zeit nur hier rumlatschen und hoffen, dass wir irgendwelche Dinge finden, die uns auch nicht so ganz viel bringen. Aber das hier machen wir jetzt noch kaputt. Das tut auch ein, glaube ich, eine Errungenschaft freischalten. Wenn man alle von diesen Dingern zerstört. Von da kamen wir eben. Na, Lara, spring da hoch. Und hangel dich mal hier neben wieder hoch. Jetzt sollten da eigentlich auch gleich wieder Feinde kommen, gehe ich mal von aus. Gehe ich ganz einfach mal davon aus, dass hier gleich wieder irgendwelche Typen auf uns losgestürmt kommen. Wow, hier geht's ganz schön tief runter. Ich meine, Lara ist ja schon so eine Zuckerschnecke. Da wollen ganz viele natürlich mal auch selber mal mit was zu tun haben, ne? Stimmt doch gar nicht. Ich sehe keine Outsiderin.
Flieg in die Luft, genau. Flieg in die Luft, Bastard. So, wo seid ihr? Da hinten muss ich hin, aber ich sehe keinen mehr. Muss ich hier runter? Oh. Ach, da. Verbrenne. Schrei doch nicht so. Okay, das war's anscheinend auch schon. Oder auch nicht. Hört doch auf mit eurem scheiß Dynamit, Alz. Der Typ hat einen Helm auf. Na komm her, du lebst noch. Ich weiß doch, dass hier noch irgendwer lebt, also kommt und zeigt euch. Ihr wollt euch nicht zeigen, hä? Alter, der hat eine Metallrüstung an. Nein! Nein! Oh Mann, ich hasse diese Typen mit ihren Molotows und Dynamitstangen. Boah, du Typ da oben. Ha! Jag dich schön selber in die Luft. Mann, stirb, Junge! Na, verbrenn halt, Wichser. Alter, die scheiß Rüstung hier immer. So, verbrenn du mit deinem scheiß MG, ey. Das MG ist ja ganz nett, aber... ja, irgendwie in dem Spiel, also in dem Durchgang hier momentan, komme ich überhaupt nicht damit klar. Sonst hatte ich nie Probleme damit, aber jetzt hier im RP nur Probleme. Kommst du hier durch? Ja. Nur bringt es was. Nein, okay, aber da geht es, glaube ich, zu einer Höhle. Also in eine Höhle. Mit einem Grab. Und das, denke ich mal, werden wir im nächsten Part machen. Ah ja, komm. Erhöh mir mal hier irgendwie mit der Pistole was. Präzision und Schaden. Ja gut, das können wir einfach mal nehmen. Ach nee, mehr brauchen wir nicht. Naja, da, ich denke mal, dass hier diese Höhle, dieses Grab, was da vermutlich sein wird, und dieses ganze Gebiet hier noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird, würde ich sagen, war es das heute mal mit Tomb Raider. Ein bisschen früher als sonst, ja, aber habt ihr, denke ich mal, jetzt auch nichts dagegen. Von daher, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch überlassen.
gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet. Wenn wir diese Umgebung hier ein wenig erkunden, noch zu Ende erkunden und schauen, was hier in dieser Höhle ist. Und bis dahin, ciao ciao Leute.